Jo, hi Onliners und herzlich willkommen zum 4. November. Es ist Dienstag, außerdem Tag 72 unseres 100 Tage Vlogging the Family Experiments. Ich bin schon im Keller beim Arbeiten. Ich habe es geschafft, heute wieder etwas früher aufzustehen und bin gerade dabei, hier die letzten Server-Dinger zu checken, sprich das, was ich morgens immer mache, bei den Servern, die ich betreue, gucken, ob die Backups gelaufen sind. Gucke in die Logs, ob da irgendwie was Unangenehmes drin ist. Sprich, ob es aussieht, als wenn da jemand dran rumfummelt. Ja, ich dann mit der normalen Arbeit starten kann. Beziehungsweise dann erstmal hochgehe und der Schnuffelbande Frühstück mache. Beziehungsweise wir alle zusammen Frühstück machen. Und vielleicht die Schnuffelmäuse auch zwischendrin füttern. Ja, die Nacht an sich war okay. Die kleine Charlotte. Die kämpft immer noch mit ihrem Schnupfen. Und ich denke, deswegen konnte sie auch vorhin so schlecht schlafen. Also die liegt momentan sehr unruhig. Vorhin, als beide wach geworden sind, ich glaube so um 5:30, halb sechs, ja, haben sie beide zügig getrunken. Aber dann hat Charlotte anschließend, als sie wieder eingeschlafen ist, hat sie die ganze Zeit angefangen, sich hin und her zu werfen. Ich vermute mal, das hängt mit der zu Nase zusammen. Oder sie träumt halt einfach schlecht. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe ganz gut geschlafen. Ich bin natürlich immer noch müde wie Hulle. Aber tja, werden wir mal gucken, wie sich das so entwickelt heute. Auf jeden Fall muss ich heute die Rechnung zu Ende schreiben. Die habe ich gestern ja nicht geschafft, alle. Na, Schnuffelmäuse, so früh am Morgen schon gut drauf? Und immer sind die Füße im Gange hier. Hier wird immer gestrampelt. Wir bräuchten echt so eine Pedalerie, dann könntet ihr da Strom erzeugen, ihr zwei beiden kleinen Schnuffelmäuse. Ja, da lacht er, ne? Was der Papa für Ideen hat. Hallo, Victoria. Hallo. Hallo. Hallo, Victoria? Nicht. Hallo, Charlotte. Hallo. Oder das ist Rückenschwimmen. Da kann man so schön drauf rumkauen. Ja. Na, okay. Das heißt, wir haben 110 getrunken. Na, 110 hört sich doch schon mal besser an als 80. Wir sind noch dabei, ne, Kleine? Das Essensbuch halt, Schnuffel. Ey, schon lange nicht mehr gemacht, weil lange keinen Ersatz gegeben. Haben zwei neue Marmeladen am Tisch. Und zwar einmal, nein, nicht Thüringer Pflaumenmus, sondern Apfelbeerentraum mit Zimt. Den haben wir nicht selber gemacht, sondern den haben wir mal auf dem Weihnachtsmarkt in Rixdorf, das ist in Neukölln, ne? Das ist ja der Urstadtteil von Neukölln. Da ist immer so ein, ja, nostalgischer von den Anwohnern gestalteter Weihnachtsmarkt. Ja, und da haben wir die gekauft. Die hatten wir gestern schon offen. Die schmeckt sehr lecker. Und das zweite ist ein selbstgemachtes. Pflaumenmus? Selbstgemachtes Pflaumenmus. Ja, gut, das ist ja schon ewig lange her, dass ich das gekocht habe. Das hat auch sehr lange gedauert, das zu kochen im Ofen. Das braucht Stunden. Ja, ist ein bisschen sehr fein und deswegen sehr fest, das Pflaumenmus. Und dann mit dem Feind nichts zu tun. Hat mit den 6 oder 7 Stunden Kochen zu tun. Ah, da ist ein bisschen Flüssigkeit verloren gegangen. Aber ehrlich, das ist nach wie vor lecker. Das ist sehr lecker. Oder findest du nicht? Das weiß ich doch nicht. Du hast das doch bestimmt damals auch probiert, als du das erste aufgemacht hast. Ja, da kann ich mich doch jetzt nicht mehr dran erinnern. Alter. Der Apfelbeerentraum mit Zimt ist zwar auch ganz lecker, aber den finde ich persönlich ein ganz bisschen einen Tick zu süß.
Ja. Ein Tick zu süß. Und? Schmeckt ja wie Pflaumenmus. Schmeckt es gut wie Pflaumenmus oder nicht gut wie Pflaumenmus? Schmeckt gut. Das ist fein. Hat ja auch 6 Stunden. Ich glaube 6 Stunden oder so, ne? Oder länger. Super, ne? Gekocht. Ja, wir haben es zu lange kochen lassen, deswegen ist es halt auch so fest. Das war nicht gut. Weil wir haben immer geguckt, ja, und immer gesagt, naja, es ist noch zu flüssig, ist wohl noch zu flüssig. Haben aber nicht bedacht, dass es natürlich fester wird, wenn es abkühlt. Ja, das hat einiges an Strom gekostet, ja. Zusammen mit dem Experiment unserer getrockneten Tomaten. Das war, glaube ich, im gleichen Jahr, ne? Mhm. Ja, da haben wir nämlich Tomaten getrocknet im Ofen, bei geöffneter Ofenklappe. 24 Stunden lang. Ja. Das war eine Stromrechnung, alter Schalter. Dieses Jahr haben wir was zurückgekriegt. Ja? Mhm. Cool. 40 Euro. Na, ist doch nicht schlecht. Ja, ich mich so umgucke hier, Sunny Days are over, wa? Hm. Was sagt denn der Wetterbericht? Weiß ich nicht. Wollte eigentlich mit den Mädels rausgehen. Ich glaube, regnen tut's nicht, ist glaube ich nur bewölkt. Dann wollen wir erstmal das Thermostat austauschen, was wir extra gekauft haben. Weil nämlich dieses Thermostat hier, dieses welches, ist nämlich abgeflogen. Und seitdem ist zum einen das Display im Eimer und zum anderen wohl die Elektronik. Kann natürlich auch sein, dass es falsch eingestellt ist, weil man es nicht sehen kann, was eingestellt ist. Und fertig montiert. Ja, das war nämlich runtergeflogen, weil ich diesen Ring hier zu doll zugezogen habe, sodass dieser Adapterring nicht mehr fest drauf war. Und dann flop, als es rausgefahren ist, ist es runtergeflogen. Das hat es 2 Mal gemacht, da war die Elektronik im Eimer. Ja, jetzt haben wir ein neues gekauft. Das Problem ist, wir hatten eigentlich 2 neue, weil im Kinderzimmer brauchen wir ja auch noch 1. Und das war so scheiße fabriziert, dass das Gehäuse quasi auseinander gestanden hat. Ja, ey, kaufst du Mist. Zwei haben eine Mutter, wa? Ja, upsi. Da wird gerade klar, dass nicht alle an einem Projekt Beteiligte unbedingt wissen, so wie das so mit diesem Internet ist. Wie das mit Servern und Domains und Computern, die wo der Server sind, zusammenhängen. Doof, wenn das der Projektmanager ist. Eieieiei. Da hätte ich ja an diesem Projekt gar keinen Handschlag machen brauchen. Falls das so ist, wie sich das gerade zeichnet. Das wird teuer. Aber ich sage ja immer, es ist halt doof, wenn man im Internet arbeitet, aber nicht so wirklich Bescheid weiß, wie das vom Zusammenhang her ist. Also es muss ja keiner eine Domain konnektieren können oder sonst irgendwas. Aber zu wissen, Domain muss auf den Server verweisen. Da gibt es diese Domain-Name-Server-Einträge, die gemacht werden müssen, falls die Domain nicht auf dem Server selber liegt, sondern woanders. Tjo. Das ist so wie früher, als so diese hippen Mädels gesagt haben, ach, ich weiß nicht, ich mache Werbung. Und keine Ahnung von Druckvorlagen hatten und sonst was. Die Kinderwagen zusammenbauen. Na, du kleine Schnüffelmaus, du liegst hier schon in der Schale rum. Hä? Muss ich ja anfangen. Hallo, Victoria! Kleine Süße! Dann nehme ich natürlich vorzugsweise das Pflegeleichte-Kind als erstes. Hast du gehört? Deine Mama hat gesagt, du bist das pflegeleichte Kind. Ja, das war mal anders. Hallo! So. Hallo! Ich hab die Küche hier spatzt. Ach, ja, siehst du? Die muss ich natürlich noch einstecken. Hallo! Ja, erzählst du was? Ja, hallo, ne?
Na denn, wünsche ich euch viel Spaß beim Spazierengehen. Dankeschön. Du hast ja gesagt, regnen soll es nicht, ne? Nee. Gut. Durchziehende Schauer, aber wie gesagt, das dürfte nur ein paar Tropfen geben. Ja. Morgen wird es regnen, sagen sie. Ich klemme mir das mit dem Regenschutz. Ja, wenn du die hochklappst, wenn es mieseln sollte, reicht's. So. Tschüss, Schnuffelmäuse. Tschüss, Schnuffel. Tschüss, Hanne. Hm? Hast du denn den Schnüffel lassen? Unsere erste Busfahrt mit dem Rolls-Royce unter den Kinderwagen. Da sind sie. Sperriges Teil. Aber wir sind noch ganz alleine im Bus, weil Endstation. Mal einen ganz anderen Weg. Wir sind eingebogen, Viersener Straße, laufen durch die geschützte Grünanlage Richtung Kiesteich. Und wie man an dem Weg erkennen kann, ist er jetzt nicht so breit, ne, zum Vergleich. Da ist der Kinderwagen, da ist der Weg. Natürlich muss man als Radfahrer nebeneinander fahren, wenn einem Passanten entgegenkommen. Vor allen Dingen Passanten mit Zwillingskinderwagen. Das ist doppelt gemobbelt, ne? Also mit Zwillingskinderwagen. Ja, aber heute ist sowieso Tag der, naja, nicht ganz so hellen, habe ich den Eindruck. Bin an der Bushaltestelle vorbeigelaufen. Ich war zu sehen. Ich war auch schon auf Höhe des Busses. Stieg so ein, ich glaube, er war nicht ganz alleine bei sich. So ein leicht geistig minder bemittelter Jugendlicher, der natürlich just vor mir mitten auf dem Weg sich hinhocken musste, um sich seine Schuhe zu richten. Er kann von Glück sagen, dass ich noch schnell genug stoppen konnte. Und ich weiß nicht, sollen die Tüten der Ersatz für den Mülleimer sein? Ist schon die zweite Bank auf diesem Weg und auch die zweite mit einer Mülltüte. Und da sind wir wieder am Kiesteich. Heute menschenleer. Haltet ihn, haltet ihn. Oh, hier ist nicht besonders abschüssig. Na gut. Und da geht's nicht weiter. Oh Schreck, Mädels, was nun? Schwimmen oder nicht schwimmen, ist hier die Frage. Na? Was sagt ihr? Mhm. Aha, Charlotte will schwimmen. Okay. Denn, biegen wir jetzt einfach mal ab. Durch die Wildnis. Wie man sehen kann, sind wir auch geländetauglich für den Notfall. Ne? Diese Baustelle der Brücke besteht jetzt schon seit 2 Wochen Minimum. Und wieder Trottel. Und wieder Trottel, die Schwäne und Enten füttern und es nicht besser wissen oder nicht besser wissen wollen. Ah, der Herbst ist schon schön, ne? Schade nur, dass es so früh dunkel wird, ne? Da kann ich persönlich ja nicht mit umgehen. Deswegen finde ich ja Frühling und Sommer schöner. Weiter geht nicht, Schätzelein. Victoria, du solltest überlegen, dich in die andere Richtung zu drehen. Da geht es umdrehen vielleicht leichter. So, jetzt hast du Platz. Na komm. Kleine Schnüffelmaus, du hast dich fast umgedreht. Na komm, noch ein Stück. Na? Noch ein Stück. Dann gilt's. Ja, mach weiter, Victoria. Das sieht gut aus. Noch ein bisschen. Ja! Ja. Hey!
Jetzt musst du nur noch rauskriegen, wie man den Arm wieder vorkriegt. Deine Schwester hat sich von selber rumgedreht. Ja, und jetzt liegt sie auf ihren Arm und kommt nicht weiter. Ja. Das ist ja auch fies. Ja. Ja, die Beine anziehen machst du schon gut. Damit hat sich unsere Tochter das erste Mal rumgedreht und schafft sich sogar hochzuschieben. Und hat auch fast den Arm raus. Ja. Ja, Pippi, ja. Super. Hey. Das ist ja cool gewesen. Feierabend, würde ich sagen. Ich glaube, wir wollten die Kinder baden. Na, kleine Schnuffelmaus. Guckst du dir wieder deinen Freund an? Den kleinen Clownsfisch? Oder den großen Clownsfisch? Hm? Hey, was ist los hier? Wollen wir gleich baden gehen? Hm? Dann muss der Papa erstmal Wasser einlassen, ne? Sonst sitzt kleines Baby auf dem Trockenen. Das Bad ist bereitet. Fehlt nur noch der Bartling. Anziehen ist für Charlotte eher immer so semi-super, ne? Das findest du mal nicht so toll. Da ist sie immer voll am Meckern. Die Kinder sind gebadet. Die leckeren Kohlrouladen sind warm. Hey, was will man mehr? Die Anna füttert gerade noch Charlotte und guckt, dass sie einschläft. Und ich sag schon mal, tschüss, wir sehen uns morgen.